Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von This War of Mine, nur bei Remastered in der Münster Remastered Ultra Special Edition. Und wir sehen Phil, wie er gerade zu Boris rennt, um Boris wiederum zu heilen oder es ihm besser gehen zu lassen. Alex ist immer noch leicht verwundet und erholt sich immer noch. Wir lassen ihn aber aufstehen und nochmal neue Bandagen anlegen, während Jan sich was zu essen gönnt. Und Alex hier, nee, und Phil hier versucht, sein Bestes zu geben. Boris, ich will dich nicht stören, aber du kannst nicht rumsitzen und weinen. Sehr schön. So, Alex, lassen wir auch noch was essen. Jan legt sich schlafen. Die Pillen hier sind übrigens wirklich krasser, weil sowohl Phil als auch Jan sind nach einer Nacht geheilt gewesen. Und dann kommt Alex jetzt nach unten in die Krankenkammer. Oh, jemand ist an der Tür. I brought you something. Das soll doch mal eben Alex erledigen noch. Okay. Also, du kennst mich nicht, aber mein Vater hat mir erzählt, dass du ihm geholfen hast, ihn aus diesem eingestürzten Gebäude rauszuziehen und dass du ihm auch Bandagen gegeben hast. Ja, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gemacht oder in der vorletzten. Ohne dich wäre er jetzt tot. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Ich habe nicht viel, aber nimm sie doch bitte. Sie gibt mir einen Schmuck ganz im Ernst. Nein. I sure you don't want it? Ja. I could do this on bed. Ich glaube, das hat Alex jetzt nur so gesagt. Nee, eigentlich will ich es nicht annehmen, weil sie soll es behalten, aber anscheinend bleibt sie so lange stehen, bis ich es hab. Ja gut, dann nehme ich es gerne an. Ich danke dir, Nicola. Mach's gut. Und jetzt gehe ich schlafen. So, Phyllis scheint fertig zu sein mit seinem Prep-Talk, aber es scheint nicht geholfen zu haben. Noch nicht zumindest. Das heißt, wir lassen Phil jetzt erst nochmal eine Kleinigkeit essen. Brauchst du auch schon mal in die Küche gehen? So. Hier unten soll er nochmal die Falle bestellen. That we need to rob people blind? Habe ich jemanden ausgeraubt? Nein. So, bestellen neue Falle. Boris soll sich mal wieder hinlegen. Oder vielleicht nochmal die Gitarre zum Erklingen bringen. Und Phil legen wir auch hin. Und dann ist der Tag auch schon vorbei und wir begeben uns in die 36. Nacht. Ist das nicht aufregend? Wir haben nur noch ganz wenig Nächte. Ich glaube nur noch drei, weil der 40. Tag ist ja, glaube ich, das Ende. Ja, Boris ist tatsächlich zigarettenabhängig. Ich hatte da vorher niemanden mit einer Sucht, das heißt, ich sollte tatsächlich Zigaretten finden. Und vielleicht ist es auch ein bisschen zu kalt, aber gut, das wird jetzt schon passen. So, was machen wir in der Nacht? Jan zieht mal... Ne, wir lassen Philipp mal losziehen mal wieder. Ich glaube, der war längere Zeit nicht mehr. Jan hält Wache und die beiden schlafen. Und ja, wo haben wir noch Gefahr? There are rumors of some shady-looking, well-armed individuals taking refuge there. We had better be careful if we decide to go there. Okay, also gehen wir ins Apartment-Building. Supermarkt ist auch gefährlich, aber erstmal gehen wir nochmal hier rein und schauen nach, was wir da tun können. Wie machen wir das? Wir nehmen wieder unsere Ausrüstung mit. Es geht jetzt nicht mehr darum, viel zu finden. Es geht darum, Gerechtigkeit zu verbreiten. So, Lockpick nehmen wir mit, um uns den Weg notfalls frei zu knacken und auch das. Die Säge auch. Ja, dann gucken wir mal, was wir da so tun können. Ich glaube nicht, dass wir eine Säge brauchen, wenn es ein Apartmentgebäude ist, aber better safe than sorry. I should be careful, the rumors about bandits might be true. Da hast du recht, Philipp. Schauen wir mal. Ist das wohl eine Ratte? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich habe mich ja schon mal hier im Hotel ja gerade noch verarschen lassen. Okay, da steht der Erste. I'm a little drunk. I need some sleep. It's not easy to get water these days. Okay. Da oben ist also einer auf der Treppe. Der geht jetzt schlafen. Der oben geht auch weg. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal reingehen. Wenn er schlafen geht... Heißt das, ich kann ihn mal fallen. Ist nur die Frage, ob der Typ jetzt hier die Leiter runtergeht. Da warte ich erstmal ab. Ah, er bleibt da oben stehen. Er kommt runter. Okay, alles klar. Wo geht er hin? Wenn er jetzt nach links geht, kann ich ihn direkt killen und dann ins Bett gehen und den nächsten holen. Nee, der scheint da erstmal zu warten. Gucken, dass nicht von hinten ins andere rankommt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck.
Das war knapp, alter Schwede. Alter Schwede, die stechen den ja richtig in den Kopf. Ich geh jetzt mal schnell rüber. Gut, jetzt könnte theoretisch der eine hier ganz runterklettern, aber... Oh fuck. Der Typ setzt sich nur hin. Ich glaube, dann werde ich jetzt erst nochmal auf Scavenge-Modus umschalten. Oh scheiße, der Typ steht auf, oder? Wenn er hier durchgeht, dann sieht er mich sofort. Aber Wahnsinn, die ganze Munition muss ich mitnehmen. Ich habe gerade irgendwie echt das Gefühl gehabt, dass er aufsteht. Sobald ich hier schieße, habe ich das Problem, dass der andere Typ natürlich angelaufen kommt. Aber was wird der haben? Hat der überhaupt eine Waffe? Ich habe jetzt keine Pistole oder so gesehen bei ihm. Mann ey, komm doch einfach da raus, du Depp. Der da oben läuft auch nur hin und her. Vielleicht kriege ich den da oben ja noch. Ich meine, wir haben jetzt 0 Uhr, das heißt, ich habe noch ein bisschen Freiraum. Wer ist jetzt da oben? Ne, das ist nur das Fenster. Da oben scheint jetzt auch keine Nische zu sein, wo ich mich verstecken kann. Bin gerade echt überfragt. Wo ist der Typ? Ist er doch da oben am Fenster? Oder ist er in dem Raum da? Oh, er ist in dem Raum. Okay, 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 okay. Ab in die Nische, falls er nochmal die Leiter runterkommt. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Na komm. Ach verdammt. Er macht anscheinend das Fenster auf. Das heißt, ich kann mich jetzt hier hinten in den Raum schleichen. Aber natürlich ist die Tür zu. Ich fasse es nicht. Wo ist der Typ jetzt hin? Ist er immer noch da oben? Und ist der andere immer noch da unten? Ja, und ist immer noch da unten. Enough sleeping. Okay. Der saß doch da nur die ganze Zeit. Was für ein Scheiß. Verarsch mich doch nicht. So, der kommt jetzt hoffentlich noch hier langlaufen. Die Nacht ist ja fast vorbei. Ich will auf jeden Fall den Typen hier unten noch wegbekommen, weil dann kann ich ja auch oben rumballern. Aber wenn ich jetzt hier unten rumballer da oben und der zweite kommt von hinten, ist das ein bisschen zu gefährlich. Oh. Ach, der sucht irgendwas. Mann, 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 die Nacht ist fast vorbei. Komm schon. Der da oben läuft immer hin und her, das macht einen ja wahnsinnig. Was macht der Dude denn? Ganz im Ernst. Wir machen jetzt einfach, wir knallen jetzt ab. So, hat der andere es gehört? Ja, natürlich. Oh, Glück gehabt, alter Schwede. Sie sind tot. Sie sind tatsächlich tot. So, jetzt muss ich noch ganz schnell scavengen und gucken, dass ich noch irgendwas zumindest bekomme von diesen Typen. Unglaublich, ey. With nothing of value. Der Typ war echt nicht ausgerüstet. Nehmen wir das noch. Oh, aber nach das was dabei ist, müsste ich eigentlich noch schaffen. Ja, das schaffe ich locker, schaffe ich locker. Jawohl, die Munition haben wir wieder drin. Sogar mehr als genug. Haben nochmal eine Shotgun bekommen. I found a to-do list. Must be some... Behind the shitter, clean out the mess. Oh, das heißt, wir haben wahrscheinlich hinter irgendeinem Klo hier... Alkohol. Naja, wir rennen jetzt nach Hause. Philipp muss sich erstmal erholen, aber wir haben, denke ich, dieses Apartment komplett befreit von den bösen Banditen. Ja, mal gucken, ob heute Nacht was passiert ist, aber eigentlich sind wir, wie gesagt, so gut ausgerüstet. Das Haus ist geschützt, wir haben genug Munition. I'm back and I feel like Santa, just look at that.
Ach, Philipp, du bist doch unser gute Launebär. Ja, nichts passiert. Und, Phil, boah, jetzt Bandages sind wir jetzt am Ende aber angelangt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Alex ist komplett erholt. Okay, Boris sagt, wir sollten am besten alle irgendwie vermeiden, die bewaffnet sind, egal wer sie sind. Aber das ist nicht meine Einstellung, nein. Damit kann ich nicht leben. So, wir lassen Philipp nochmal kochen. Oh, wir haben kein Brennmaterial mehr. Dafür könnte Janja nochmal eben sorgen. 14 Grad, wir brauchen auch eigentlich nochmal ein bisschen was für die Heizkörper. Ja, ein Traum. Machen wir noch direkt mal. Dann kann Philipp, kann sich Phil nochmal eben hier so ein Dosenfutter reinziehen. Wir brauchen Zigaretten. Das scheint Boris echt zu beschäftigen. Dann lassen wir Phil doch nochmal mit Boris reden. Alex, komm, Alex nimmt ja auch mal Dosenfutter. Dann kann Alex hier auch nochmal das Rohmaterial einsammeln, sozusagen. Aus dem Käfig. Please, Boris. Don't give up. Okay, Philipp versucht es diesmal mit einem anderen Ansatz. Können wir neues Wasser machen vielleicht auch? Ja, wir haben ja noch Filter. Stimmt, haben wir vorhin noch geholt. Dann soll Jan oben nochmal kochen gehen, während Alex die Filter hier einsetzt und wir das Regenwasser sammeln. Ach, wir haben auch gar kein Wasser mehr. Okay. So, dann sorgen wir dafür. Können wir hier vielleicht noch Wasser verbrennen? Schnee verbrennen? Nee. Also wir haben den Schnee zwar noch, aber wir können nicht benutzen. Denn es ist natürlich Sommer oder Frühling. Und im Frühling, wissen wir alle, schmilzt Schnee nicht im Ofen, wenn er heiß ist. Ja komm, dann essen wir heute alle Dosenfutter. Phil muss mal langsam pennen gehen. Und Boris geht wieder an die Gitarre. Er ist nur noch sad. Phil hat's geschafft. Phil, du bist ein wahrer Meister. Psychologe. Sehr gut. Ja, und Alex ist soweit hier durch. Das heißt, wir können eigentlich den Tag beenden. Vielleicht kann Alex nochmal Musik anmachen. Dann geht's Boris noch viel besser. Gucken wir mal kurz nach. Bands of Looters on the Rampage. Attacking homes every night. Extreme vigilance is advised. Ja gut, also das haben wir mitbekommen. Jovan wurde von einem Sniper auf dem Weg zur Arbeit getötet. Schade. Tut mir leid für ihn. Und es wird wärmer. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch noch mal, was die Nacht ergibt. Ja, also das ist jetzt hier sicher. Und beim Hotel steht immer noch Caution Advised. Ist das nicht komisch? Bei der Church auch, aber da wissen wir ja, dass da noch einer ist. Wo ist... Vielleicht ist er nicht in jeder Nacht da. Das ist schon komisch. Naja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch mal am Supermarkt vorbei. Ach guck mal, Jan ist schon wieder erholt. Ja super, dann kann Jan nochmal los... Nee, Philipp war ja derjenige, der angeschlossen wurde. Oh. Philipp erholt sich jetzt aber, Alex hält Wache, Boris schläft und Jan geht auf Verbrecherjagd. Und womit? Mit der Assault Rifle, mit Munition mit ordentlich hier. Dann geht's zur Sache. Lockpick auch wieder mit dabei. Schaufel nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal, was uns im... Wobei Schaufel werden wir im Supermarkt nicht brauchen, ne? Nein. Dann schauen wir mal, was wir im Supermarkt erwarten können. I wonder how much of the supplies left. Ja, so viel wird es wohl nicht sein. Aber sieht schon cool aus mit den Rolltreppen und so. Gefällt mir. Na, ob das was ist oder ob es wieder nur Müll ist. Ah, da ist was. Cool. Ja. Kann man hier nach oben? Nein. Man muss durch die Haupteingangstür. Okay. Da stand der Danger. Das, oh, da sind Leute. Hinter der Tür. Thank you. Looking for something? Okay. Dann gehen wir vielleicht einmal einen hier nach oben. Kann man von hier aus aufs Dach? Nein. Poor guy, I can give you food for a favor. Oh nein, da ist ein Mädel und der Typ versucht sie mit unlauteren Mitteln zu erpressen.
wir haben sie gerettet. Please help me. Ja, jetzt rennt sie davon, toll. Okay. Ja, bitte. Den Typen hätte ich vielleicht auch erstechen können, wenn das Mädel nicht einfach gebrüllt hätte. Mann. Das wird ja bestimmt nicht der Einzige gewesen sein hier. Gut, dass wir hergekommen sind, oder? Der hat eine Assault Rifle, ich werd verrückt. Ist das gut oder ist das super gut? So, nehmen wir auch alles mit. Den Boost nehmen wir auch mit. Oder Mondschein ist das nur. Okay, aber kann man auch gut zum Handeln gebrauchen. Schauen wir nochmal kurz weiter. Oder wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge, denn diese ist fast vorbei. Ich danke euch fürs Zugucken und mal schauen, ob wir den Supermarkt noch weiter aufräumen müssen. Bis dahin, alles Gute.